Und hier sind wir im Medieninnovationszentrum Babelsberg. Denn hier entstehen sie, Innovationen im Haus der Innovation. Und als Einrichtung der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, auch MABB genannt, arbeiten wir mit dem Ziel, die Medienvielfalt in der Hauptstadtregion zu stärken. Und das tun wir unter drei Schwerpunkten. Das ist zum einen die Stärkung des Lokaljournalismus, die Stärkung von Nachrichten- und Informationskompetenz, aber auch die Bekämpfung von Desinformation. Und deshalb fördern wir innovative Projekte für die Medienbranche und den Journalismus. Und vier von ihnen stellen wir heute Nachmittag hier vor, jetzt schon bei der 10. MEZ Role Model Session. Und schön, dass ihr alle hier dabei seid, aber auch ganz viele Leute draußen hinter dem Bildschirm sind. Begrüßen möchte ich an dieser Stelle vor allem Volker Bach als Leiter der MIBB GmbH und Hermance Grémion als Geschäftsführer der MIBB GmbH und Hermance Grémion als Standortleiterin des MEZ Babelsberg. Ich selber bin schon ganz verwirrt. Nein, ich bin Maren Berthold. Ich arbeite als Projektmanagerin Innovationstransfer hier im MEZ Babelsberg. Und damit alle, nicht nur hier, sondern auch da draußen, ein schönes Erlebnis haben, habe ich jetzt noch ein paar technische Hinweise. Für die optimale Ansicht bitte ich alle, da draußen in die Sprecheransicht zu stellen. Bei Zoom oben rechts ist das. Dann bitte ich noch die FeedbackgeberInnen und die Teams, bitte die Kamera anzumachen. Den Ton, den könnt ihr ausmachen. Wenn ihr dann angesprochen werdet, könnt ihr dann einfach selber wieder einschalten. Alle Zuschauenden können gerne die Kamera anlassen, wenn ihr mögt. Ton auch da bitte aus. Die Chat-Funktion, die kann während der Pitches auch genutzt werden, die findet ihr unten im Zoom-Fenster. Und wenn ihr auch noch auf Social Media über diese Veranstaltung berichten möchtet, dann gibt es einen Hashtag, das ist MIZRMS. Jetzt geht es aber um die, die heute Abend hier präsentieren werden, nämlich unsere Projektteams. Zwei sind dabei, die werden einen Zwischenstand ihrer Förderphase vorzeigen. Das ist zu Beginn Newsbriefs und die stellen eine mobile Anwendung vor, die lokale News für Nicht-MuttersprachlerInnen aufbereitet. Und dafür werden wir gleich zu Englisch switchen, also nicht wundern dann. Und das Feedback kommt dann von Marc Hoffmann, er ist CEO von meinestadt.de. Danach gibt es noch einen Zwischenstand und zwar von Vertical 52. Ich sage schon mal so viel vorab, das Projekt möchte JournalistInnen dabei helfen, Geschichten aus dem All zu erzählen. Und Feedback kommt dann von Dr. Jan-Georg Plawetz. Er ist leitender Redakteur für Datenprojekte bei der Stuttgarter Zeitung. Und dann gibt es noch zwei Projekte hier heute Nachmittag, die werden den Abschluss ihrer Förderphase vorstellen. Das ist zum einen, sind das die Lokalkomplizen, die machen digitalen Community-Journalismus aus und für Cottbus. Und eine Einschätzung bekommen Sie dann von Franziska Blum. Sie selbst ist Beraterin für das digitale Zeitalter. Und last but not least ist da noch Dokokratie dabei. Sie zeigen ein Open-Source-System, das es JournalistInnen ermöglichen soll, Dokumente des Bundestages und von Landtagen, aber auch von Behörden zu recherchieren. Und das wird alles bewertet von Fabian Kühne. Er ist crossmedialer Manager für Social Media online beim Hessischen Rundfunk. Und nach welchen Kriterien wird überhaupt bewertet? Da gibt es vier Stück. Zunächst ist da der Präsentationsaufbau, also sind die Projektziele und das Produkt verständlich dargestellt, Idee versus Umsetzung, welche Fragen gibt es vielleicht noch zum Projektvorhaben, Innovationskraft, gibt es einen Mehrwert für die Zukunft der Branche und dann noch die Markt- und die Zukunftsfähigkeit, kann sich das Produkt perspektivisch behaupten? Und nach den Pitches und den ganzen Feedbacks gibt es dann hier noch vor Ort im MEZ die Möglichkeit für alle, die hier sind, zusammenzukommen für ein kleines kühles Getränk oder auch eine Brezel, um sich noch ein bisschen auszutauschen. Okay, so now it's about to start. I'm going to switch to English. And Krishna, if you want to come onto the stage. News Briefs is a project by Krishna Kesavan and his brother Hari Kesavan. Krishna, feel free. Hello. So hot your talk. Microphone. Hello everyone, really happy to be here. So we are Team News Briefs. Imagine you wake up one morning and everything around you is different. The food is different, the culture is different, and on top of this there is a global pandemic going on. And you have no means to stay informed because you do not speak the local language. This is our life. We are a team of immigrants who have moved from different parts of the world to Europe. And when it comes to news, we are underserved, as almost all the major news outlets are in the local languages.
It is just not us. There are 40 million immigrants like us in Europe who face the same challenge. And we are on a mission to change this. And we are doing this by building a mobile app where local news is presented in the native languages in fast and efficient formats. We have a very simple product where users discover news in 10-second TikTok-like summaries to know the essentials. And if they want to know more, they can deep dive using intuitive flow diagrams that we call as timelines. I am Krishna. I've been a product leader with 10 plus years of experience. Hari has experience in growing customer media platforms. And Niranjana is a journalist who has passion for technology. As part of the MIZ program, we have two major goals. First is increasing the customer engagement. And second is creating content more efficiently. To increase the customer engagement, we started profiling our customers to understand their behavior better in the platform. We also enabled users to add comments in the platform so that they can express their opinion in better formats. We are now working on sending targeted notifications to the users so that we can send updates on topics which are relevant for them. We will also work on feed recommendation systems, which would ensure that the feed is updated based on your preferences. So what you want to read is what you see on the top. For improving the content efficiency, we are exploring AI solutions of summarization and tagging, the category tagging as well. This is something that we have started working on. And we would also work on news priority tagging. So out of all the news that are there, based on the audience, the preferences of audience, which news should we select, which news should be shown to the users. This is, again, something that we are trying to do with AI. Moving to what we have done as part of the last 3 months. So we started capturing the user information in much more detail to understand our user behavior in the app. When do the users come? How many times do they come into the platform? And at a news card level, we also started tagging the number of views that we have. So how many people read that card? How much time did they spend it? This, again, at a subscriber and the entire user level, this gave us information of what our users really want to follow with us. So we forwarded this information to the editorial team, who used this information to identify and curate the content in the platform. Any topics which are relevant for the audience is selected. Anything which is not is removed. To give you an example, we see that anything which is related to Brexit is something that our users love to follow. So even small topics like how the impact of a driving license would be after the Brexit, how the travel regulations would be, what is the visa statuses, what are the things that they have to change, all these topics are which are completely interesting for our users. So the editorial team follows these topics in more detail. Any topics which are not relevant for them, probably the details of the politics in one region of Germany is not relevant for immigrants. So these are topics that we see less viewership. We remove those topics. And this enabled us to take data-driven decisions in selecting the content. We also track closely how the users share the content or news cuts with others. This is an organic way for us to increase the publicity of the app. With these steps, we saw that we could increase the average time spent by the users on the platform up to 15 minutes for 10,000 active users in the platform. The next step, as I told you before, was introducing comments in the platform. So, the users could add their view on each of the news cuts that we publish. And this is again done after the user logs into the app, so we get the information about the users. The users feel more connected to the app as well. We can then now, using our backend solutions, we can see which users commented when, how, and we can control the visibility of this in the platform as well. Another interesting thing that we saw is that users who engage with our platform through comments in the ecosystem, they started using the app more. We see an average 20% increase on the time spent by these users in news briefs. In terms of the challenges that we are facing, the first and the foremost is monetization. So during the pandemic, we saw an average 20% growth in the subscribers on the platform, but this is slowing down. And we are now seeing the subscription grow in single digits, which is a big concern for us.
The second area is the content creation costs. What we did was that we, to increase the number of users in the platform as well as the coverage, we started launching in new countries. But as we launch in new countries, since it is manually intensive, it takes a lot of cost in terms of the journalists that we need. This is another area that we will be working on. And then the next is user retention. So we see an average of day 30 retention of about 18%, which is still higher than the average news apps. But we want to increase this further to make more to build a sustainable business. So for monetization, as I told you, subscription was a challenge for us. So we are exploring new areas now in terms of monetization. So we introduced long articles in the app. So the backend is already ready for this. The app is something that will be released in a couple of weeks, where we are now doing paid partnerships. The first one that we have is with Babbel, which is a language learning app. So we're exploring more paid partnerships options so that we can diversify the revenue creation on the platform and not just rely on subscription, which we feel that is not sustainable, at least in the short term. So the idea is to identify topics that impact expat lives. It can be anything from creating a bank account to getting a driver's license. We have seen that people are really interested in these topics, and putting these things behind the paywall as well can increase subscription other than the paid partnerships. For the other two areas, which is user retention, we would be working on targeted notifications. So based on your interest, if you're interested in sports, you would be getting notifications for sports. This is something that we have already started working on. The other topic is the feed recommendation systems, where your feed would be updated based on your usage in the platform. And as I told you, the other topics of utilizing AI to create content efficiently is also something that we would be exploring in the upcoming 3 months. Our aim is to become Europe's go-to news platform for expats in the next 6 months. We are targeting a revenue of 5,000 euros. And have 30,000 weekly active users in the next 6 months, and we will be working towards this. This is us. Happy to have your feedback. Thank you. Thank you so much, Krishna. So I think now it's time for Mark Hoffman to show up. Hello. Yes. Hi. He's here. Hi, already. Krishna. Nice to meet you. Thanks very much. Thank you very much for the presentation. So first thing about the presentation, I really liked it. So for my very short attention span, it was perfect. So maximum of 5 bullet points. It was very clear, perfectly for me. I like it very simple. So that's perfect. I've got a couple of questions. So first question would be, who is creating right now the content? So you do it with your own editorial team. So that is because the costs are very high, right? Correct. So we have an editorial team who's responsible for creating and curating the content. And they are also translating it, like from DPA or something like that? Okay. Exactly. Yeah. So they're first translating it and then summarizing it. So we put news as newscasts in 60 words. Okay. So they first translate it, summarize it, and then update it in the platform. Okay. Got it. So one more further question. Is it real artificial intelligence, or is it more like normal machine learning, what you're actually developing there as a technology in the background? So we are using basically ML models which are already available and training it with news data. Summarization is not a new topic, but the problem is regarding the training which is based on or specifically using the news data. That is something which is not there, which we're trying to do with the existing data points that we have, the news that we've created in the last 1.5 years. That is one database that we are using to train, and then we are trying to find online databases for which we can use to train the model. So this is something that we are doing. So concerning the power of innovation of your idea, I think possibly the AI machine learning model is something that is very valuable. I mean, in the end, it is something that I think has been created already in the past by other news labs, et cetera, because that is something that actually drives, obviously, the usage and getting users coming back to the platform. But what I do really think is obviously that the whole topic of serving immigrants right now as a possible news platform is really the USP. And there's something that came up in my mind, because actually
because I built up also a news platform in the past, monetization was always the biggest challenge because earning money right now. And there's one thing I just wanted to know, because what you said is, yeah, there might be something like, for example, about the driver license and or just some kind of like how to set up your life in a foreign country, some kind of like, you would have put it behind the paywall. And when I read through what you are aspiring, it's something like, it's like making quality journalism accessible to everyone. It's some kind of like, it's not working together, a paywall and at the same time making it accessible. So how you, I mean, it's a mean question. I know that, I'm sorry for that. Yes. How exactly could that fit together? Yeah, so to be honest, we did not put a paywall in the last 2 years during the pandemic, but building a sustainable business is not possible. So that's why we took a decision that we will have the news, which is the newscast that is there, which are the happenings of what is happening around you. This will be always free. But anything which is more specific to your users would have to pay for it. And then we are trying to have another topic that I touched was basically having paid content in the platform. Again, this would not be just the publicity of the company which we are working with. It would be more something which is relevant for the users itself, but it will be sponsored by a company. So this is something that would not be behind a paywall. But this is how we think, using a mix of subscription, using a mix of paid advertisements, that we can build a sustainable business. Putting everything not in front of a paywall would not be sustainable for us in the long term. That is what we feel. Okay. So just as a question, maybe, because I already think I mentioned it a little bit, is like, from my own perspective, I think the USP, it's you as a team, as people, as your thoughts and brains and all the experience you made. Because when I watched the first video of you, it was a little bit like you experienced by yourself. You wake up this morning and we're like, I don't understand anything that is happening around me because nobody speaks English or whatever, and I don't know what it happened. So just as a question, wouldn't it make more sense maybe to switch a little bit and offering your curation, your knowledge, knowing what exactly matters for this growing and very important target group to other news outlets or publishing houses, so they can actually approach with their quality journalism that already exists, maybe a target group that might be interesting for them too? Because what I see is that a couple of German outlets are already translating. And maybe that is interesting for you too, right? I'm so sorry. I think I got to interrupt because we are running out of time. Maybe one last sentence. No, that it was. I just wanted to know if it makes sense just to offer your knowledge as to other news outlets. That's all. Really interesting thought. Would love to chat about it offline with you. But this is an interesting area that we can explore. Thanks for that. Okay. Thanks, Mark. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you, Krishna. Pitching about news briefs. Okay, jetzt wieder zurück ins Deutsche. Unser nächstes Team wird ebenfalls einen Zwischenstand der Förderphase präsentieren. Und mittlerweile haben die echt schon ein ganz gutes Präsentations-Know-how, beziehungsweise die Person, die gleich pitchen wird. Es handelt sich nämlich um Vertical 52. Die haben jetzt vor kurzem schon bei der Republika beziehungsweise bei der TinCon vorgestellt. Dahinter stehen Markus Pfeil und Michael Antoni. Markus, bist du da? Ich bin da, hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Willst du gerade noch deinen Bildschirm teilen und dann einfach direkt loslegen? So, können es alle sehen? Wir können es sehen und es ist sogar im Präsentationsmodus. Also viel Spaß. Danke dir. Ne? Ich bin Markus, einer der beiden Gründer von Vertical 52. Ich finde es toll, dass es heute remote geht. Wir wären super gerne in Potsdam gewesen. Das ging terminlich leider nicht. Deswegen hoffe ich, dass das so mindestens genauso gut funktioniert. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich eines dieser Bilder von dem russischen Konvoi aus dem Februar, der quasi mit Bildern aus dem All diesen furchtbaren Krieg in Echtzeit angekündigt hat.
spätestens jedoch mit den schrecklichen Bildern aus Butscha hatten wir zumindest den Eindruck, dass auch im Mainstream leider angekommen ist, dass sich Geschichten aus dem All nicht nur erzählen, sondern auch auf diese Art, wie es die New York Times damals gemacht hat, verifizieren lassen. Und das sind nur so die beiden aktuellsten, neuesten Recherchen, die mithilfe von Satelliten- und Radardaten realisiert wurden. Inzwischen passiert eine ganze Menge im Hintergrund, weil 4.600 Satelliten inzwischen in unserem Orbit unterwegs sind. Und was früher vor allen Dingen Geheimdiensten, Wissenschaftlern und dem Militär vorbehalten war, eröffnet Journalisten und auch NGOs ganz, ganz neue Möglichkeiten. Mit der Zahl der Satelliten steigen die Anwendungsmöglichkeiten und sinken auch die Kosten. Inzwischen ist die zivile Auflösung auf 25 Zentimeter pro Pixel gesunken. Das könnt ihr euch so vorstellen, dass man tatsächlich einen Laptop aus dem All auf einem Tisch sichtbar machen kann und den scharf sieht. Das eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten in dem Universum und wir bauen gerade Vertical 52 als Plattform, als Dienstleistung für Journalisten und NGOs, um Satelliten- und Radardaten und optische Sensoren auswerten zu können und komplexere Analyse mit Vorortrecherche zu verbinden. Zielgruppe sind Journalisten, Publisher, Broadcaster und NGOs. Wir versuchen also einen bequemen Zugang ins All zu legen für alle, die sich für diese Art von Recherchen interessieren. Wir, das ist mein Mitgründer Michael Anthony, der müsste auch sich jetzt eingewählt haben und steht nachher in der Feedback-Runde auch für Fragen zur Verfügung. Und ich selber war früher mal bei der BaFin, dann beim Handelsblatt, klassische journalistische Ausbildung genossen und habe seit 2005 eine Produktionsfirma in Berlin. Wir versuchen Vertical 52, die 52 steht übrigens für den Breitengrad von Berlin, weil da unser Sitz ist, zunächst mal auf 4 Säulen aufzubauen. Das ist einmal jetzt auch für den Prototypen, den wir im Rahmen dieser MIZ-Förderung auf die Beine stellen, die klassische Suche nach hochauflösenden Bildern zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort oder das Tasking, das heißt, ich kann mit unserer Hilfe Satelliten in der Zukunft beauftragen, in der und der Frequenz an diesem Ort vorbeizuschauen und Fotos zu machen. Das sind komplexe Recherchen im Auftrag von Broadcastern, Sendern, öffentlich-rechtlichen Programmen. Wir arbeiten dabei, eigene Formate zu entwickeln und sichern das Ganze durch regelmäßige Workshops zum Thema ab. Das gehe ich jetzt mal so Stück für Stück durch, damit ihr seht, wie weit wir ungefähr gekommen sind auf dem Weg. Ein bisschen Zeit ist ja auch noch. Bei der Bildersuche bauen wir gerade eine Demo-Version und haben dann eine Kooperation mit Skywatch aus den USA und Planet Labs. Können also denen ihre Bilder für den Prototypen zur Verfügung stellen und deren API-Schnittstelle nutzen. Wir besprechen mit denen, ob es dann Revenue-Share gibt, wenn Bilder über unsere Plattform gekauft werden. Und wie das Ganze aussehen wird und hoffentlich funktionieren wird, das kann ich euch dann Ende September in unserer Abschlusspräsentation zeigen. Wir greifen auf öffentlich zugängliche Satelliten zurück, vor allem die Sentinel-Programme von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA und die Landsat-Satelliten von der NASA, nutzen aber, wie gesagt, auch kommerzielle Anbieter wie Planet Labs und hoffentlich demnächst auch MEXA. Das sind, glaube ich, die beiden großen Anbieter, die jetzt auch im Zuge des Ukraine-Konflikts den meisten im Begriff sein müssten, die sich für das Thema interessieren. So ähnlich sieht das dann hoffentlich in der Demo-Version aus, dass man halt die Erde zweidimensional sieht. Man kann bestimmte Gebiete eingrenzen, Suchfelder eingrenzen. Man hat einen Zeitstrahl, dass man möglichst intuitiv, leicht an sein Zielgebiet rankommt, an den Zielzeitraum rankommt und sich dann die verfügbaren Bilder ausspucken lassen kann. Auftragsrecherche, da ist schon eine ganze Menge passiert in den letzten Wochen und Monaten. Ich habe euch jetzt mal so 3 erste Veröffentlichungen mitgebracht, wo man so ein bisschen erkennt, was komplexere Analysen eigentlich bedeutet und warum das ein ganz anderes Feld ist als die Vermittlung von hochauflösenden Bildern.
Es lässt sich halt, wie gesagt, mit der Fülle an Satelliten eine ganze Menge recherchieren inzwischen. Nicht nur eine Ansammlung von Flugzeugen im Lockdown oder Autos auf Parkplätzen, sondern auch Füllstand von unterirdischen Gasspeichern, Vegetation, Bodentrockenheit, CO2, Methanausstoß, Füllstand von Öltanks, Baufortschritte, illegale Minen. Eine ganze Menge kann man sichtbar machen und das, ich habe das Gefühl, es wird jeden Tag mehr. Und wir können dabei eben nicht nur Dinge sichtbar machen, sondern wir können auch Dinge forensisch belegen, beweisen. Wir können illegale Minen identifizieren, Erntemethoden unterscheiden oder auch feinste Risse in solchen Brücken versuchen, sichtbar zu machen, bevor es zu spät ist, damit solche Sachen wie dieser Einsturz der Morani-Brücke 2018 am besten nicht nochmal vorkommt. Eine unserer ersten Veröffentlichungen war jetzt vor ein paar Wochen in der Zeit. Da ging es um illegale Glimmerminen in Indien, genauer gesagt im Westen von Indien, in Jharkhand. Dort gibt es eine ganze Fülle von stillgelegten Minen, die seit den 80ern nicht mehr betrieben werden dürfen. Das sind teilweise ungesicherte Schächte, in denen über 20.000 Kinder illegal arbeiten und regelmäßig leider auch verschüttet werden. Glimmer wissen die wenigsten. Ich wusste so ein bisschen, dass es in Lidschatten oder in Lippenstift drin ist und das zum Glitzern bringt. Es gibt aber auch über 15.000 Komponenten in einem Automobil, wo das Gestein, Muskovitgestein enthalten ist oder in so ziemlich jeder elektronischen Platine ist es enthalten. Über ein Viertel der Weltnachfrage kommt aus Indien. Wir haben dann mit einem Algorithmus versucht, diese oberflächlichen Glimmervorkommen sichtbar zu machen in diesem Bundesstaat Jharkhand, den ihr hier seht. Das sind diese magenta-pinkfarbenen Stellen, die ihr hier seht, da sieht man, wo Glimmer vorkommt. Das haben wir dann übertragen in Google Earth und haben die größten Minen sichtbar gemacht und haben dann im Prinzip über eine Zeitreihenanalyse versucht, das Größenwachstum zu zeigen. Warum passiert das jetzt nicht? Ich gehe nochmal zurück. Genau, in den letzten 5 Jahren sieht man, wie teilweise bestimmte Minen sich in die Wälder reingefressen haben. Immer so ausgerechnet, das ist so die größte Mine, das ist die Bendro-Mine, die hat sich halt in ihrer Größe verdreifacht und das ist allein deswegen absurd, weil dieses Gesetz, das diese Minen 1980 mal verboten hat, eigentlich gegen Entwaldung gewesen ist. Wir haben das dann jetzt verbunden mit klassischer Recherche, hatten also eine Kollegin auch vor Ort, die halt den Groundproof gemacht hat und im Prinzip versucht hat, Kinder in diesen Minen ausfindig zu machen. Ihr seht immer, wie die Schächte aussehen, wo man dann so reingeht. Und Nasnin, eigentlich 17, aber in Wirklichkeit 14 oder 13 Jahre alt, war so ein bisschen unsere Hauptprotagonistin, die auch schon mal verschüttet war und Glück hatte, dass sie überlebt hat. Das war so die erste größere Veröffentlichung, finanziert von der Böll-Stiftung. Dann haben wir jetzt vor 10 Tagen mal eine relativ schnelle Analyse über die Aussaat, die Getreideaussaat in der Ukraine gemacht für die Wirtschaftswoche und haben dabei festgestellt, dass vor Kriegsbeginn, also im Herbst, Winter, insgesamt 20% weniger ausgesät wurde als in 2021, 2020. Das verteilt sich aber recht ungleich über die verschiedenen Provinzen und ausgerechnet in der Ostukraine, wo die heftigsten Kämpfe gerade jetzt stattfinden, wurde sogar mehr ausgesät als in den Jahren davor, was insofern dramatisch ist, als dass es jetzt halt kaum oder nicht in dem Maße geerntet werden kann, wie bei der Aussaat noch erhofft. Dann die dritte größere Schicht, das war die komplizierteste für den NDR. Die hatten uns für einen größeren Film gebeten oder gefragt, ob wir es denn schafften, Baumwolle in Westchina dahingehend zu unterscheiden, ob die von Hand geerntet wurde oder von Maschinen. Natürlich als weiteres Indiz dafür, ob in den bestimmten Regionen, wo Baumwolle wächst, das ein forensischer Indiz für Zwangsarbeit sein könnte. Hauptrecherchestrang von den beiden Kollegen Manuel Daubenberger und Florian Guckelsberger war eine Isotopenanalyse aus T-Shirts von Puma, Adidas und Hugo Boss, bei dem die nachgewiesen haben, dass das Baumwolle aus Kashgar in Westchina ist. Und wir haben dann hier auch versucht, erstmal die landwirtschaftlichen Flächen von nicht landwirtschaftlichen Flächen zu unterscheiden und dann im zweiten Schritt Baumwolle von Walnüssen und anderen Crops, die da wachsen, zu unterscheiden.
und sind dann, weil wir nicht das Budget hatten, ganz Westchina hochauflösend zu fotografieren, der Annahme gefolgt, dass ein Baumwollfeld in voller Blüte ist weiß und wenn es abgeerntet ist, ist es braun und wenn dieser Prozess schnell passiert und von der Oberfläche abläuft, dann ist es ein maschinell geerntetes Feld. Wenn es eher langsam und unstrukturiert abläuft, dann ist es ein von Hand geerntetes Feld. Und das war schwierig, aber es hat funktioniert. Und wir kamen dann... Muss ich einmal bitten, zum Ende zu kommen, so langsam. Folgende Ergebnisse. Nee, das ist das Falsche. Doch, eine Sekunde. Also wir kamen im Endeffekt für die ganze Region auf 36% Handernte. Das ist schon mal deutlich mehr gewesen, als was die KP in ihrer Propaganda so veröffentlicht. Und interessanterweise gerade unten in dieser roten Region in Kashgar, da ist die besonders hochwertige Baumwolle, die in den Export geht, da sind es sogar 96% von Hand gewesen. Und dort, das merkt man auch in dem Film, da sind eine ganze Reihe von diesen Umwälzungslagern. Und die haben quasi auch Augenzeugen dann im Film zu Wort kommen lassen, die auf den Feldern auch gearbeitet haben. Das hat funktioniert. Dann haben wir jetzt gerade eine Kooperation mit Schwocho Visual Stories geschlossen, um mittelfristig an einem eigenen Format zu arbeiten. Einen Prototypen gibt es dann auch zur Abschlusspräsentation Ende September. Wahrscheinlich wird es anhand der Baumwolle zu sehen sein, wie man das erzählen könnte. Das ist halt ein animiertes Videoformat, hinter dem ein eigenes Tool steht, wo man solche Sachen sehr schnell auch mit Satellitenbildern produzieren kann. Das sind wir jetzt noch in den Anfängen. Das ist Markus? Das ist MOU, was wir mit ihm geschlossen haben. Wir freuen uns da drauf. Ich muss jetzt leider, Markus, hörst du mich? Das wäre so unser Ziel für 2023, ein regelmäßiges Format zu schaffen. Hört er mich? Ich habe jetzt die Zeit gar nicht im Blick, aber doch. Workshops sind wir ein bisschen schneller als eigentlich gedacht. Das wollten wir erst nächstes Jahr anfangen, haben jetzt aber schon die ersten 3-4 Termine für der ARD/ZDF Medienakademie, okay. Hamburger Akademie für Publizistik. Bei Investigativschauern demnächst vorbei. Waren wir, wie gesagt, jetzt gerade auf der Republika und sind auch auf der Netzwerk-Recherche-Jahreskonferenz. Da habe ich also das Gefühl, man wird sehr schnell zum Experten, obwohl man jetzt noch gar nicht so viel gemacht hat. Das ist irgendwie ganz schön, aber das Thema hat insgesamt eine Dynamik bekommen, die sich jetzt so ein bisschen nach Rückenwind auch gerade anfühlt. Das fühlt sich ganz gut an. Ausblick aufs zweite Halbjahr, da sind jetzt schon eine ganze Reihe von Folgeaufträgen zustande gekommen. Also Böll-Stiftung hat ein Folgeprojekt, die mit der Deutschen Welle sitzt wir zusammen. Der NDR hat jetzt zwei neue Recherchen in Auftrag gegeben und wir bauen gerade eine größere Recherche zu Carbon Credits, die europaweit ausgerollt werden soll. Und sieht man mal so ein bisschen das, was dabei hoffentlich rumkommt nächstes Jahr. Genau, ich glaube, ich bin genau bei 10 Minuten und danke für die Aufmerksamkeit und freue mich gleich aufs Feedback von Jan-Georg. Dankeschön. Markus? Ja, nochmal. Hörst du uns jetzt? Jetzt höre ich dich, ja. Habt ihr mich gehört? Ja, wir haben dich gehört. Ich habe dich auch zwischendurch hier und da einmal kurz daran erinnern wollen, dass die Zeit ausläuft. Aber das konntest du, glaube ich, nicht hören, weil du gemutet warst oder uns gemutet hast. Ich habe euch nicht gehört, aber bin ich drüber? Leicht, ne? Ja, schon. Aber das ist nicht das Einzige, was gerade passiert ist währenddessen, denn... zwischendurch gab es wohl bei Zoom Europe Probleme, sodass Jan-Georg Plawetz, ich glaube, bist du schon da, Jan-Georg? Ja, ich bin schon da und höre dich. Okay. Genau. Aber ich glaube, Jan-Georg Plawetz, also du konntest dich erst später einloggen. Ich weiß jetzt nicht genau, was du jetzt alles von dem Pitch mitbekommen hast. Sonst müssen dich vielleicht noch andere Leute unterstützen. Ich bin reingekommen, als es um die Handernte ging, um den Anteil der Handernte von Baumwolle. Fühlst du dich denn jetzt in der Lage, was dazu sagen zu können, oder? Also zur Handernte von Baumwolle kann ich nicht viel sagen, aber ich war ja bei der letzten Session dabei und werden uns ja auch im Nachgang da im Breakout Room nochmal ausgetauscht und von da kann, also von da könnte ich jetzt ein bisschen Feedback geben, falls es gewünscht ist, vielleicht auch. Es ist auf jeden Fall gewünscht, würde ich jetzt mal vorwegnehmen, ja. Zur Antwort noch. Okay, soll ich dann was sagen? Sehr gerne, sehr gerne. Und Entschuldigung, Markus, okay. Das ging leider nicht anders, weil es gab wohl ein Problem bei Zoom Europe und deswegen konnte man sich nur bis 4 Uhr einloggen und dann gab es technische Probleme. Alles gut.
Genau, also es wurden die zu Recht bestraft, die sich nicht rechtzeitig hier eingefunden haben. Tut mir wirklich leid, dass ich jetzt sozusagen hier viel zu spät gekommen bin, auch im Wortsinn. Aber danke trotzdem für die Einladung hier als Feedbackgeber, vielleicht auch Impuls für vielleicht noch eine kleine Diskussion oder Gespräch zustande. Jan-Georg Blawitz, mein Name, ich bin Leiter für Datenjournalismus bei Stuttgarter Zeitung Nachrichten und stehe da natürlich dann immer ein bisschen auch fasziniert davor, weil wir ja gefühlt immer für so Angebote wie Vertical 52 nicht sozusagen der erste Adressat sind. Also das als Feedback von mir, ich kann mich jetzt nicht sozusagen entlanghangeln an dem Ding, wie gut war die Präsentation aufgebaut, dafür habe ich einfach zu wenig gesehen. Aber ich kann Feedback sozusagen als potenzieller Kunde von euch sozusagen geben. Sozusagen eure Beispiele, die ihr bringt, ich glaube, ihr geht da auch den richtigen Weg. Also es ist gar keine Kritik am Vorgehen von Vertical 52, sondern nur vielleicht ein Wunsch, wie ihr quasi, ihr habt ja auch den geplanten Umsatz oder hast ja auch den geplanten Umsatz aufgeführt, um das vielleicht sozusagen dann zu skalieren oder noch größer zu machen, wenn ihr mal etabliert seid im Markt. Also gefühlt geht ihr ja sozusagen ganz viel auch und zu Recht auch auf Recherchen, die sozusagen, wo es schwierig ist, persönlich sich hinzubegeben, beziehungsweise Baumwollernte in China, ich kann ja nicht von Feld zu Feld fahren und zählen und gucken, wer da ist. Aber ich glaube, eure Satellitenbilder sind ja quasi immer sozusagen der Anfang von der Recherche, beziehungsweise ein Teil von der Evidenz und von Indizien, die auf ein Problem vermutlich hinweisen oder auf die Lösung von einem Problem vielleicht auch, die aber sozusagen ohnehin komplementiert werden müssen mit irgendeiner Form von Vor-Ort-Recherche oder Suche nach Augenzeugen, die da vor Ort sind. Das ist, glaube ich, das Einfallstor für jetzt aus Sicht von so einem Schwarzbrot-Medium wie Stuttgarter Zeitung gesprochen. Das ist, glaube ich, auch das Einfallstor, um letztendlich eure Zielgruppe nochmal wesentlich zu erweitern. Also ihr denkt ja sehr stark davon, ich gucke mal von oben drauf und kann Probleme identifizieren und gehe dann on the ground hin und gucke, wie es da ist. Und ich glaube, man wenn man das umdrehen könnte und sagen würde, ich spreche auch Leute an, die sozusagen on the ground ein Problem sehen oder ein Problem vermuten, aber denen sozusagen die Vogelperspektive fehlt. Also die den Weg andersrum gehen und sozusagen von nah dran nach weiter rauszoomen und dadurch einen neuen Blick bekommen und vielleicht auch sozusagen Kontext erzeugen können für einen Raum, den sie, also wie eine Regionalzeitung oder ein Regionalsender, für den Raum, den sie eigentlich sehr viel am Boden beackern und dafür eine neue Perspektive, weil sie von oben drauf schauen. Ich glaube, das wäre also ganz, ganz konzeptionell gesprochen, was, wo eine Richtung, in die ihr noch weitergehen könntet. Generell halte ich es für extrem faszinierend, das Thema Satellitenbilder, weil ich habe mich damit mal nur oberflächlich versucht einzuarbeiten, bin aber sofort gescheitert, weil halt diese, also sowohl die Bilder an sich zur Selbstentnahme sind, finde ich, wahnsinnig schwer zu bekommen, geschweige denn solche Analysen mit Machine Learning, Bilderkennung, was ihr jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, ja auch macht. Ich glaube, da wird dann die Kunst sein, sozusagen das hinreichend leicht entweder selbst bedienbar zu machen, wobei das vielleicht zu viel verlangt ist, das so eine User-Software oder User-Oberfläche zu programmieren. Also es muss sozusagen transportiert werden, glaube ich, dass es so straightforward ist, mit euch ins Geschäft zu kommen und mit euch eine Geschichte zu entwickeln, dass man auch sozusagen als Redaktion mit beschränkten Budgets da rankommt. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen die Krux für euch zu sagen, wie könnt ihr euren Kundenkreis so weit fassen, dass auch Redaktionen und Medien mit einem sehr überschaubaren Budget quasi für euch als Kunden in Frage kommen. Weil ansonsten würde ich jetzt die Gefahr sehen, seid ihr schnell in dem, die jetzt auch genannt wurden, Stiftungen, so eine Handvoll wirklich großer Medien, wenn denen genug Geschichten einfallen, die sie mit euch machen können, ist es gut. Aber ich glaube, für so eine Nachhaltigkeit, um dauerhaft im Markt zu sein, wäre es sicherlich sinnvoll, zu transportieren, beziehungsweise darüber nachzudenken, wie man sozusagen auch für kleinere Projekte, die vielleicht auch nicht in Asien spielen,
sondern in Europa oder sogar in Deutschland, inwiefern ihr da das sozusagen runterleveln könnt und sozusagen die Eintrittsbarriere möglichst gering halten könntet. Das wäre so in Expressform mit dem rudimentären Einblick in die Präsentation, nochmal sorry, technikbedingt, was mir spontan einfällt. Habe ich euch noch Zeit, was zu sagen dazu, oder lieber mache ich das dann bilateral? Du kannst noch kurz, wir können noch einmal ganz kurz eine Hin- und Rückfragerunde machen. Ich wollte nur in beiden Punkten recht geben, ne? Thematisch jetzt Richtung weitere Präsentation macht es durchaus Sinn, dann vielleicht auch noch ein zweites oder drittes Beispiel mit reinzunehmen, wo man lokal was zeigt. Also sei es jetzt irgendwie die Waldschäden oder illegale Müllhalten in Baden-Württemberg, um jetzt mal in deiner Region zu bleiben. Oder dass es eben nicht nur weit weg sein muss und genau diese Reihenfolge Sinn macht. Ihr kommt zu uns, weil ihr einen Missstand kennt, aufdecken wollt und man liefert dann halt die zusätzliche Perspektive. Das passiert auch und da gibt es auch, wie gesagt, immer mehr Anwendungsmöglichkeiten. Punkt 2, Problem, ja, Challenge, Finanzierung. Ne? Also wie kriegst du das dann halt, du weißt, ein bisschen komplizierter ist, sitzen da Programmierer dran, wie kriegt man das halt vernünftig auf die Straße, dass das nicht aus eurem Budget fällt, aber für uns auch attraktiv bleibt, das weiß ich noch nicht. Also wir hatten jetzt genau solche Beispiele, wo wir ein paar Sachen nicht machen konnten, weil das einfach überhaupt nicht zusammengeht. So, ne? Und das können wir ja mal irgendwie bilateral besprechen, ob man das mal an einem Piloten probiert, wie man das vernünftig machen könnte, wenn es ja wirklich ein relevantes Thema ist. Aber da habe ich auch noch keine super Idee. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Dankeschön an Markus Pfeil von Vertical 52, aber auch an Jan-Georg Plawetz. Ihr könnt ja dann einfach nochmal bilateral sprechen, so wie das Markus eben gesagt hat. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Es gibt auch einen Podcast vom MIZ Babelsberg, der heißt Detektiv Zukunft. Und genau da spreche ich auch mit Markus Pfeil über Vertical 52. Und da gibt es nochmal mehr Infos in voller Länge auf YouTube und auf allen gängigen Streaming-Plattformen zu finden. Jetzt kommen wir zu den Abschlusspräsentationen. Und wie eingangs gesagt, ist ein Schwerpunkt des MIZ die Stärkung des Lokaljournalismus. Und da passt ein Community-Journalismus-Projekt für die Stadt Cottbus wie das der Lokalkomplizen sehr gut zu uns natürlich. Sie haben nicht nur ein Newsletter für die lokale Szene auf die Beine gestellt, sondern auch an einem Tool für die AbonnentInnengewinnung gearbeitet. Es handelt sich dabei um eine Kooperation mit den Krautreportern im Rahmen der Innovationsförderung für Medienpartner des MIZ. Und deshalb begrüße ich jetzt Leon Frischer von den Krautreportern, kommt gerne nach vorne. Friederike Lehmann, die ist auch jetzt in Präsenz dabei, aber auch Christine Keilholz von den Lokalkomplizen, sie ist online dabei. Ja, und hier kommt eure Abschlusspräsentation. Hier ist schon mal ein Mikro, das zweite, perfekt, holt ihr euch selbst. So, jetzt hoffen wir, dass Christine da ist. Sehr gut. Du bist noch stumm. So, jetzt bin ich nicht mehr stumm. Hallo. Könnt ihr mich sehen? Ja, wunderbar. Jetzt bist du wieder weg. Du musst einmal deinen Bildschirm teilen. Dann. Das tue ich gerade. So. So. Könnt ihr meinen Bildschirm sehen? Sehr schön. Hallo, ich freue mich, dabei sein zu können. Ich bin zugeschaltet aus der schönen Lausitz, aber meine beiden Kollegen sind ja da und stehen auch körperlich für Fragen zur Verfügung. So, ja, ich beginne mit unserer Präsentation. Wir sind hier alle beim MIZ, um euch den Bus vorzustellen. Der Bus ist unser sympathisches, kleines Newsletter-Magazin, das wir in den letzten 6 Monaten in Cottbus entwickelt haben. Also unser Ziel war, ein mitgliederfinanziertes digitales Stadtmagazin auf die Beine zu stellen, das eine starke Stimme in Cottbus hat. Und das funktioniert über ein digitales Empfehlungstool, mit dem neue Lesende erreicht werden. So, das war unsere Mission, unser Ziel. Wir sind damit jeden Freitag um 6 Uhr erschienen. Also unsere Mission hat nicht vollständig geklappt. Das werden wir euch im Verlauf noch erläutern. Zunächst einmal, wer wir sind.
Das ist unser Redaktionskernteam. Also ich fange mal rechts an. Da ist die Christina Quast. Die ist so klein abgebildet, weil sie ist nicht mehr im Projekt. Sie hat das Projekt bereits verlassen, nachdem sie die Tools auf die Beine gestellt hat und eingebracht hat, um unsere Community zu vergrößern. Dann in der Mitte die Friederike Lehmann, die zuständig ist bei uns für die Community. Denn es ist ja bei so einem Projekt wie der Bus ist sein, es ist und sein sollte, so wie wir es geplant haben, ist das ja eine sehr, sehr wichtige Sache, im Kontakt zu sein mit der Community. So, und ganz links seht ihr mich. Ich bin Christine Keilholz und ich bin, ja, da steht jetzt Journalismus. Ich bin diejenige, die Texte schreibt, die vor Ort recherchiert und klassischen Lokaljournalismus-Content herstellt, der dann auf unserem, in unserem Newsletter erscheint. So, und das sind die Leute, die hinter uns stehen. Die Krautreporter sind ja bekannt. Ganz rechts Leon Frischer, er steht auch vor euch, Geschäftsführer der Krautreporter. In der Mitte der Sebastian Esser, der Gründer. Und dann haben wir links unsere Projektleiterin Janina Martens. So, wir hatten relativ wenig Zeit und haben uns gleich am Anfang überlegt, wie wir das denn am besten stringent hinbekommen, so ein Projekt zu entwickeln, und haben drei Bereiche definiert. Ganz rechts fange ich mal an, die Entwicklung des digitalen Empfehlungstools, was sehr wichtig ist, um überhaupt erstmal einen Outreach zu bekommen für so ein Projekt. Der Aufbau einer Community in der Mitte und parallel dazu natürlich die Redaktion mit allem, was dazugehört. Wie entwickeln wir Themen? Wie finden wir Recherchepartner? Wie erschließen wir uns diesen Raum Cottbus sozusagen journalistisch? So. Und da haben wir jetzt eine Reihe von Themen, haben wir entwickelt. Hier sehe ich gerade bloß eins, aber das kann ich ja kurz vorstellen. Wir haben Geschichten gemacht über Leute. Wir haben festgestellt, dass es gut ist, Leute vorzustellen, die in einer Stadt wie Cottbus interessante Dinge tun. Akteure, Gestalterinnen, Leute, die die Stadt vom anderen Ende her aufziehen und die sonst in der lokalen Berichterstattung nicht so wirklich vorkommen. Da haben wir jetzt hier ein Beispiel, dass eine junge sorbische Künstlerin, das Sorbische ist ja eine Spezialität in Cottbus, eine Besonderheit, eine lokale, regionale Besonderheit. Die größte deutsche Sprachminderheit lebt in Cottbus und Umgebung und ist aber trotzdem eine relativ kleine Gruppe von Menschen, die versuchen, ihre Kultur zu leben und wach zu halten. Und wir haben eine Geschichte gemacht über diese junge Künstlerin Hella in Form eines Interviews, das meine Kollegin Friederike gemacht hat. So. Dann haben wir zweitens uns den Themen gewidmet, die für die Entwicklung der Region wichtig sind. Die Cottbus und die Lausitz sind ja im Strukturwandel. Das heißt, eine Energieregion, eine Kohleregion wird zu einer neuen Energieregion. Es findet dort ein Aufbau neuer Strukturen statt. Es kommen neue Leute, es kommt neues Investment. Es ist eine sehr dynamische Entwicklung. Und ein Motor dieser Entwicklung ist die Universität in Cottbus, eine sehr kleine Universität. Die Brandenburgisch Technische Hochschule, BTU. Und ja, wir sind mal der Frage nachgegangen, wie cool es eigentlich ist, in Cottbus zu studieren. Denn das ist ja wichtig, dass junge Menschen kommen in die Stadt, weil sie diese Uni cool finden und weil sie das Angebot dort schätzen. Und wir haben dafür eine Umfrage gemacht. Das ist ja sozusagen das Key-Element des Krautreporter-Journalismus, Umfragen zu machen, daraus Geschichten zu generieren. So haben wir das in diesem Fall gemacht. Und das hat sehr interessante Erkenntnisse erbracht über das Studieren in Cottbus. Ja, und dann war es uns auch wichtig, Debatten anzustoßen mit den richtigen Geschichten, mit einem neuen Approach zu alten Themen, nämlich der großen Frage, was wird denn aus dieser Stadt, die sich völlig neu erfinden muss, die von neuen Entwicklungen erfasst ist, wie bekommt es diese Stadt hin, nicht überrollt zu werden? Und wir haben mal ein paar Zukunftsperspektiven, die in der Luft rumschwirren, aufgegriffen und auf eine besondere, innovative Weise aufgeschrieben. Ja, wie Christine gerade schon gesagt hat, haben wir natürlich eine der drei Säulen, war der Community-Aufbau.
Und neben dem Newsletter haben wir andere Kanäle bedient, um Leute reinzuholen in den Newsletter einerseits. Und das haben wir vor allem über Umfragen gemacht. Die haben wir bei Facebook gestreut und dann Leute aktiv nach ihrer Meinung oder ihrer Perspektive zu einem bestimmten Thema, oft auch zu einer Kontroverse, gefragt oder sie auch gefragt, wer ist denn eigentlich interessant in dieser Stadt? Wen sollten wir noch sprechen? Mit wem sollten wir irgendwie interagieren? Das hat auch sehr gut funktioniert, neue Leute ranzubekommen aus dem digitalen Raum, die noch gar nichts von uns gehört hatten. Und dann haben wir auch auf Social Media, insbesondere auf Instagram, die Themen aus dem Newsletter recycelt. Was mal gut lief und mal nicht. Also da haben wir auch das Learning, dass es für ein Social Media, das wissen glaube ich viele auch schon, immer besser ist, eigene Formate zu schaffen. Das ist aber dann auch eine Frage von Ressourcen und Priorisierung. Wir haben dann eher gesagt, wir wollen einen richtig guten Newsletter machen, ein gutes Produkt und dann aufbauend darauf Social Media Aktivitäten gestalten. Und im Grunde genommen haben wir eine Regularität hinbekommen. Also wir haben regelmäßig die Inhalte gepostet. Es hätte aber besser laufen können, wenn wir uns darauf konzentriert hätten. Aber uns war eben der Newsletter und die Gestaltung und inhaltliche Ausrichtung des Newsletters erstmal wichtiger. So, und Newsletter aufgebaut, lokalen Newsletter haben schon einige und auch Communities aufgebaut. Wir hatten eine Idee und eine Kernhypothese, die wir eigentlich testen wollten, um ein Problem zu lösen, was all diese Projekte hatten, und zwar das Wachstum einfach. Und die Idee war, wenn wir eine Community aufbauen, dann können wir wachsen durch die Empfehlung dieser Community, und dafür bauen wir ein Tool. Das, ich habe ganz kurz zu den technischen Details, wir können gerne da im Anschluss drüber reden, wen es interessiert. Wir haben das so gemacht, wir haben unser Kern-CMS und unser Frontend haben wir mit einer Open-Source-Software mit Ghost gebaut, und da muss man noch einiges dran ändern. Und haben dann diese Empfehlungsfunktionalitäten haben wir über Viral Loops, über ein anderes Tool eingebunden. Und der Kern des Projektes ist quasi die Integration dieser verschiedenen Funktionalitäten. Und wie oft, wenn man sowas macht, dann ist die Antwort oft, es funktioniert, aber es funktioniert dann doch nicht so gut, wie man sich es vorgestellt hat. Und darüber sind wir auch heute hier, dafür sind wir auch hier, um heute darüber zu reden, warum es nicht so geklappt hat. Christine, machst du mal eine Folie weiter? Und zwar, ja, es funktioniert, aber eine Erkenntnis ist, wenn man das macht, dann muss man vorher eine Vertrauensbasis herstellen mit seiner Community. Und das braucht, und das ist, glaube ich, eine der Kernerkenntnisse für uns, das braucht Zeit. Wir haben die Erfolge, die wir gesehen haben mit diesem Empfehlungstool, haben sich jetzt in den letzten Wochen eingestellt, wo wir, ne, und das bestätigt halt diese Hypothese ein bisschen, Vertrauen muss man erst herstellen. Und eine weitere Erkenntnis ist, es gibt eine wesentliche technische Hürde, die sehr viel, die ein Blocker war bei uns, die viel Arbeit erzeugt hat, und das ist, viele dieser Microservices, die wir benutzt haben, die sind im Englischen und die muss man übersetzen, und das ist einfach ein erheblicher Aufwand, ne, der auch Entwicklerzeit kostet und sowas alles. Genau. Das heißt, die Learnings, um es mal positiv zu drehen, ist, Microservices, andere Tools zu benutzen und die nicht selbst zu bauen, from scratch, ist eine sehr gute Idee, über Integration zu arbeiten. Das ist auch, muss man auch machen, ist auch Programmierarbeit. Aber das ist eine gute Idee, weil es soll leichtgewichtig sein, vor allem, wenn man ein kleines Newsletter-Magazin ist. Ein zweites Learning ist, dass Empfehlungen nicht der zweite Schritt sind. Empfehlungen sind der Schritt, den man geht, der fünfte Schritt. Das ist der Schritt, den man geht, wenn man schon ein tiefes Vertrauen aufgebaut hat mit seiner Community. Und das geht man nicht am Anfang. Es funktioniert, aber es funktioniert eben am Anfang nicht so gut, wie wir uns vorgestellt haben. Und dann, deswegen haben wir uns, und, ne, weil wir sind hier, um zu lernen, und deswegen haben wir einmal die nackten Zahlen mitgebracht, wo wir jetzt stehen nach 6 Monaten. Wir stehen im Moment bei 327 Subscribern. Das sind nicht viele, aber sehr viele davon öffnen den Newsletter. Was für uns so ein bisschen, das war immer für uns so das, der Vertrauensmarker. Das heißt, jetzt stehen wir da ganz gut da. 15 von denen sind zu Komplizen geworden, haben weiterempfohlen. Und jetzt haben wir 5 erfolgreiche Empfehlungen in den letzten Wochen eingesammelt. Ich bin jetzt am Ende angekommen. Wow, genau. Was für ein Timing. Ja, vielen Dank euch für den Pitch. Wollt ihr klatschen? Nein? Ihr müsst auch nicht. Genau, das Feedback, das kommt von Franziska Blum. Sie ist Beraterin für die digitale Zukunft. Franziska, du kennst tatsächlich die Lokalkomplizen schon von ganz am Anfang, oder? Ja, genau. Also ich habe, ich glaube, es war im Januar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Könnt ihr mal nicken oder den Kopf schütteln? Ich weiß nicht genau. Okay, es war irgendwie Mitte, Ende Januar, als wir uns getroffen haben und im Grunde
ihr ja noch ganz am Anfang standet. Und ja, ich weiß noch, dass wir sehr, sehr lange über einen Namen nachgedacht haben, der dann ja dann doch nochmal ganz anders in eine ganz andere Richtung gegangen ist, als wir das damals irgendwie diskutiert haben, was natürlich irgendwie auch schon mal ein ziemlich gutes Zeichen ist. Und genau, und seitdem hat sich ja dann wirklich sehr, sehr viel getan, wenn ich das jetzt mal so hier sehe. Und auch genau über diesen Empfehlungsrhythmus oder diese Mechanik hatten wir damals, glaube ich, gar nicht so ausführlich gesprochen. Deswegen irgendwie super spannend, was da, also was sozusagen als Side-Projekt neben dem reinen Entwicklung überhaupt dieses Produktes, des Newsletters, dann eben auch nochmal mit herausgekommen jetzt in dem letzten halben Jahr. Das heißt, genau, aber ich glaube, was drüber gekommen ist, dass natürlich irgendwie es auch schon wahnsinnig viel Zeit kostet, erstmal echt ein gutes Produkt irgendwie auf die Beine zu stellen. Ne? Also das hat man gerade auch so ein bisschen rausgehört, also gerade weil ihr das Thema Vertrauen aufbauen angesprochen habt und kann man sozusagen ja auf Basis des Vertrauens oder auf Basis eines Produkts, was sich ja gerade vielleicht auch erst findet, in der Entstehung sofort halt wirklich irgendwie schon, ja, kann man da auch gleich schon hoffen, dass Leute es weiterempfehlen. Ne? Also, dass das sozusagen wirklich ein echter Knackpunkt ist. Spannend, dass das dann so rausgekommen ist, genau. Ich hatte ein paar Mal gerade so Gedanken in der Präsentation, also danke für die Präsentation, also es war alles sehr anschaulich und gut zu verstehen. Ich hatte nur zweimal so Fragen oder Fragezeichen im Kopf, die ich gleich nochmal zurückgeben wollte. Nämlich, ihr habt gesagt, der Community-Aufbau, das hat funktioniert. Und auch gerade die Kampagne auf Facebook, das hat funktioniert. Also könnt ihr da vielleicht nochmal so ein paar Details sagen, was das bedeutet, dass das funktioniert hat? Also was habt ihr darunter verstanden? Das wäre die eine Frage. Und auch das Thema Empfehlungsmodus. Also ich meine, wenn man dann sieht, ich habe noch nicht ganz verstanden, was jetzt der Kompliz ist und was dann sozusagen... Und dann sind da 5 Empfehlungen rausgekommen. Also wenn ihr mir das vielleicht nochmal kurz ein bisschen oder allen nochmal ein bisschen erklären könntet, ich glaube, das würde helfen, um wirklich zu verstehen, was sozusagen dieses, es funktioniert, bedeutet. Ich weiß nicht, wer. Ja. Das ist nämlich, dafür brauchst du ein paar Details, die man in so einer Präsentation nur schwer unterbringen kann. Mit funktionieren ist natürlich etwas Relatives gemeint. Damit war vor allem gemeint, zu wachsen im ersten Schritt. Nämlich über diese Umfragen geschaltet als Werbung bei Facebook Leute zu erreichen, die wir so niemals erreicht hätten. Gerade weil wir ja auch schon noch in irgendwie mehr stärkeren Corona-Zeiten dort gestartet sind. Es gab keine wirklichen Veranstaltungen, es gab keine Möglichkeiten in der physischen Welt, Leute kennenzulernen. Es sei denn, man stellt sich hin in die Fußgängerzone und redet irgendjemand an. So, das ist natürlich sehr zeitintensiv. Und da haben wir gemerkt, es gibt bestimmte Themen, die interessieren sehr viele in der Stadt. Und das war zum einen eine Stadtbrache, die mitten in der Stadt sehr hässlich platziert ist. Und dann der Ostsee, der bald vielleicht, man weiß es nicht, irgendwann mal verlaufen wird oder nicht. Also es sind eben so kontroverse Themen, die auch innerhalb dieses Strukturwandels, da hat jeder eine Meinung zu. Und wenn man da die Leute fragt, dann kriegt man sie sozusagen an der Angel. Und dann haben wir immer angeboten, die Umfrageergebnisse ihnen mitzuteilen, wenn sie sich zum Newsletter anmelden. Und das meinte ich vorhin mit, es hat funktioniert, Leute anzulocken, die vielleicht gar nicht wussten, dass sie das Bedürfnis haben nach einem digitalen Newsletter. Und davon haben sich auch ziemlich wenige wieder abgemeldet. Also die Abmeldungsrate war generell ziemlich gering und die Öffnungsrate war ja auch sehr hoch. Das heißt, das Bedürfnis war eigentlich da, die Leute wussten es vielleicht nur nicht. Und dazu muss man auch sagen, dass die Leute in Cottbus vielleicht überdurchschnittlich skeptisch sind. Und wenn man die dann kriegt, dann heißt das schon wirklich was. Und deswegen würde ich sagen, dass wir an sich eine Community erstmal grundlegend aufgebaut haben. Genau, okay, sorry. Ich kann die Komplizen, die Empfehlungsfrage einmal nehmen. Oder ich probiere es weit weg von meinem Gesicht zu halten. Es gibt, man muss eine Beobachtung verstehen über Community-Journalismus, um die Empfehlung zu verstehen. Was wir immer wieder machen, wenn wir Community-Journalismus machen, ist LeserInnen einbeziehen. Das heißt, da entsteht eine Beziehung. Ne? Und das ist redaktionell, kann sich das total auszahlen. Die Frage ist aber, wie kann sich das auch für das Produkt, für die, ne, und auch irgendwie fürs Geschäft auszahlen auf irgendeine Art und Weise. Ne? Und dann beobachten wir, dass irgendwie im E-Commerce Referral-Marketing ein ganz großes Prinzip ist. Das funktioniert jetzt im Journalismus nicht, weil man kann Leuten keine Rabattcodes verkaufen. Aber wir haben was anderes, wir haben Vertrauen. Ne? Und dann ist die Idee einfach zu sagen, okay, jetzt gehen wir hin und versuchen jetzt mal nicht auf Plattformen um Aufmerksamkeit zu kämpfen. Das machen wir
offensichtlich auch, weil ne, das ist irgendwie Journalismus heute, das ist crossmedial. Aber wir versuchen auch einen anderen Weg zu gehen, und zwar wir versuchen, das, durch das Vertrauen zur Empfehlung zu kommen. Das heißt, Leute, die vielleicht Fans sind, die vielleicht mal vorgekommen sind in der Geschichte, empfehlen den Newsletter weiter, weil sie sagen, okay, das sollten auch irgendwie Freunde von mir lesen. Und das ist so diese logische Verknüpfung. Das sind die Komplizen für uns, Menschen, die weiterempfehlen. Verstehe, okay. Und genau, ja, dann wären das meine Rückfragen. Dann vielleicht noch so 2-3 Sätze zum Thema Innovationskraft, also der Mehrwert für die Zukunft. Ich glaube, da muss man echt, also ich glaube, da kann man noch nicht so wahnsinnig viel sagen. Ne? Also ich habe das Gefühl, wenn ich das Produkt angucke, das muss noch so ein bisschen entwickelt werden. Also und das entsteht gerade sozusagen ja auch. Und also ihr probiert da Themen aus, ne? Die wahrscheinlich auch, wo man gucken muss, was funktioniert besonders gut, um dann halt auch Interaktionen zu erzeugen und so. Deswegen finde ich das total schwer, das zu sagen. Ich glaube aber natürlich, dass dieses Thema, wie schaffe ich es als Medienmarke, ein Vertrauen aufzubauen? Und dann, was dann eben auch nicht nur mal kurz sozusagen für ein, zwei Themen oder so da ist, sondern halt wirklich über einen langen Zeitraum ist, dass das was ist, was, glaube ich, gerade im Lokaljournalismus ein Thema ist, also wo sich viele, ne, ich gucke mal so in die Richtung Stuttgarter Zeitung und so, also wo man sicherlich viel nochmal drüber nachdenken sollte und kann und da vielleicht auch mit euch mal in den Austausch gehen könnte. Denn ich glaube, da könnte man auf jeden Fall Verbindungen herschaffen, Synergien schaffen und vielleicht ja auch mal eine Zusammenarbeit hinbekommen, ne, zwischen New Media und dann halt in einem, ich sage einfach mal Old Media sozusagen. Daher, ich bin gespannt, wie ihr das weiterentwickelt und ich bin gespannt, wie das halt auch gerade in Cottbus funktioniert. Ihr sagt es ja selber, dass es ein schwieriger Markt ist und habt da sozusagen schon so ein bisschen die Erfahrung gemacht. Ich würde mir wünschen, dass ihr es weiter versucht und dass ihr natürlich eben auch andere Städte angeht und da Erfolge zeigt und es den Großen mal zeigt. So, das wären meine abschließenden Worte dazu. Super. Danke. Danke euch beiden. Ja, jetzt gab es sehr viel Applaus. Wir kommen tatsächlich schon zum letzten Projekt und das ist von Dokukratie. Dahinter stehen Stefan Wehrmeier, der sich schon hier zu mir auf die Bühne gesellt. Nimm am besten eins von diesen. Oder ja. Es handelt sich dabei um eine Open-Source-Plattform, mit deren Hilfe Dokumente zum Beispiel vom Bundestag, von Landtagen, aber auch von anderen Behörden besser recherchierbar gemacht werden für JournalistInnen. Neben dir ist übrigens auch noch Anne Semsrott mit dabei. Und wir haben ein ganz gutes Timing jetzt, das vorzustellen, beziehungsweise dass du es vorstellst, denn wenn ich es richtig gesehen habe, seid ihr ja gerade online gegangen mit der Plattform. Aber mehr kannst du selber erzählen. Ja, danke schön. Genau, ich heiße Stefan, zusammen mit Arne, der heute leider nicht dabei sein kann, haben wir Dokukratie konzipiert. Normalerweise arbeiten wir bei fragdenstaat.de, eine Plattform für Informationsfreiheit. Auf fragdenstaat.de beschäftigen wir uns mit viel mit Dokumenten und deswegen auch der Name des Projektes Dokukratie, die Dokumente unserer Demokratie. Die Informationsfreiheitsdokumente sind natürlich nicht alle Dokumente, die wir so haben, sondern es gibt noch viele andere staatliche Dokumente. Aber bei so vielen Dokumenten kommt mir immer dieses Zitat hier in den Sinn: Das Wissen der Welt ist in PDFs versteckt, die niemand liest. Das habe ich mal 2014 in der Washington Post gelesen. Da ging es da damals um die Weltbank. Die Weltbank hat mal versucht herauszufinden, wie deren Dokumente und Reports gelesen werden. Und stellt sich raus, 30% der Reports werden nicht ein einziges Mal runtergeladen oder gelesen. Daran merkt man, dass selbst wenn man viele Dokumente hat, ist es noch eine andere Frage, ob die jemand liest und ob man da tatsächlich einen Nutzen draus ziehen kann. Deswegen Dokukratie, ein Open-Source-System zur zentralen Bereitstellung von Dokumenten aus öffentlichen Quellen. Und bei öffentlichen Quellen meine ich hier unter anderem Untersuchungsausschüsse, kleine Anfragen und die Gutachten der wissenschaftlichen Dienste, momentan nur des Deutschen Bundestags, aber vielleicht kommt demnächst da noch mehr dazu. Und die Idee ist, diese zentral und durchsuchbar zu haben und auch abonnierbar. Die Idee ist nicht komplett neu, sowas gab es schon mal zum Beispiel mit dem Projekt kleineanfragen.de, was aber mittlerweile eingestellt wurde. Und aus den Learnings von diesem Projekt versuchen wir, eine neue Plattform zu schaffen, die längerfristig online bleiben kann.
Genau, diese Dokumente sind alle online, das ist alles transparent, aber zur Transparenz gehört auch, dass es nützlich ist, dass man es nutzen kann, dass man eine Zugänglichkeit schafft, weil ansonsten sind das einfach nur ganz viele Dokumente, die irgendwo rumliegen und die dann niemand liest. So haben wir das System gestaltet. Wir haben uns die Learnings von kleinen Anfragen zu Herzen genommen und das System einmal gesplittet. Einmal gibt es einen Dokumenten-Metadaten-Scraper. Also da werden die Dokumente und die Metadaten aus den Portalen, wie zum Beispiel dem Deutschen Bundestag, dem Parlamentssystem, dort oder aus den Landesparlamenten zusammengesucht und werden in einem temporären Speicher abgelegt. Dann nutzen wir das Dokumentensystem, das wir bei Frag den Staat eh schon betreiben, um sie dort dann rein zu synchronisieren und haben jetzt noch weitere Filter und Metadaten quasi in dem Dokumentenbetrachter abgelegt. Wir betreiben halt diesen Suchindex und diesen Dokumentenspeicher eh und damit hoffen wir halt, dass das Projekt ein bisschen nachhaltiger wird. So sieht ungefähr die Scraper-Infrastruktur aus. Sie ist ausgelegt auf einen langfristigen Betrieb, weil diese Seiten, die es da gibt, also die ganzen Landesparlamente und der Bundestag, die ändern sich fast wöchentlich, würde man vermuten, weil die stellen keine standardisierten APIs bereit. Das ist eine Forderung der Open-Data-Bewegung, die seit Jahren leider nicht erhört wird. Und da ist halt die Herausforderung, dass man diese Datenquellen längerfristig immer wieder abgrasen kann und diese Scraper halt auch mal wieder anpassen muss. Und daran ist das letzte Mal das Projekt Kleine Anfragen, ich will nicht sagen gescheitert, aber dadurch wurde es quasi beendet, weil der Aufwand dahinter dann einfach zu groß wurde. Wir haben jetzt diesmal gesagt, okay, wir machen die Scraper direkt Open Source und etwas mehr standardisiert und dokumentiert, sodass sie einfacher anzupassen sind. Dann haben wir gesagt, okay, letztes Mal war die Scraper-Infrastruktur bei irgendjemandem auf dem Server. Das haben wir auch geändert. Diese Scraper laufen jetzt alle bei GitHub, der populären Code-Hosting-Plattform, wo sie mit GitHub Actions quasi ausgeführt werden. Das bedeutet, es gibt kein Deployment, es gibt keine eigene Server-Admin, es ist quasi serverless in irgendeiner Form. Und diese Scraper sind auch dann eher deklarativ geschrieben, dass man, wenn man es nur kleine Änderungen auf den Portalseiten gibt, man trotzdem die Anpassung vielleicht nur mit einer kleinen Zeile anpassen kann, ohne direkt Code schreiben zu müssen. Das war so die Herausforderung. Diese Scraper sind ja auch einsehbar. Wenn einer kaputt geht, kriegt man das auch relativ schnell mit. Und die Community kann mithelfen, über diese kollaborative Coding-Plattform GitHub diese Scraper mitzufixen. Ja, also wenn da was kaputt geht, seid ihr alle eingeladen, mitzuhelfen, dass es dann wieder läuft. Weil Dokuratie ist in dieser Form auch ein Mitmachprojekt. Wir stellen die Plattform ja für alle bereit und dann hoffen wir, dass auch Leute mithelfen, sie am Laufen zu halten. Dann gibt es den Dokumenten-Viewer. Dort kann man dann suchen, filtern, annotieren. Die Dokumentensammlungen, wir haben das versucht, flach zu halten, also nicht für jede Art von Dokument eigene Metadaten und eigene UIs und alles custom zu bauen, weil das kann man längerfristig, können wir das leider nicht maintainen. Dazu gibt es auch viele zu viele unterschiedliche Dokumentenarten. Wir versuchen dann eher zu sagen, okay, es gibt Dokumente, das sind PDFs, die haben Seiten und dann sind noch ein paar Metadaten dran, aber wir versuchen das zu vereinheitlichen. Trotzdem haben wir es geschafft, zum Beispiel bei den kleinen Anfragen zu sagen, ja, jetzt kann man zum Beispiel nach der Legislaturperiode filtern oder bei den Gutachten der wissenschaftlichen Dienste nach dem Fachbereich im Bundestag zum Beispiel. Die Suchanfragen lassen sich auch abonnieren, momentan nur per RSS, aber das ist auch eine Sache, die vielleicht längerfristig besser funktioniert als eine E-Mail-Abonnement, was erst ein Opt-in erfordert und ähnliches. Macht das alles viel zu kompliziert. Es gibt ja auch Dienste, die RSS nach E-Mail zum Beispiel umkonvertieren können. Und wir haben versucht, und das ist tatsächlich auch eine Neuerung, die hoffentlich ganz einen großen Impact haben wird, diese Dokumentenansicht so zu bauen, dass Google die sehr gut indizieren kann. Weil ein Problem der vielen Landesportale ist nämlich, dass Suchmaschinen da gar keinen Zugriff drauf haben. Die kommen dann nicht an die Dokumente gut ran und das bedeutet, dass eine normale Suchmaschinenanfrage nicht zu diesen Dokumenten führt. Und die Idee ist natürlich, dass wenn ich eine Recherche starte, dann starte ich mit meiner ersten normalen Suchmaschine, die ich verwende und nicht mit dem Spezialtool. Und die Idee ist dann, dass ich, wenn ich eine normale Suchmaschine verwende, dass ich dann auch schon auf diese Dokumente stoße, auf die ich vielleicht vorher gar nicht gestoßen wäre, weil sie nicht im Index waren. Außerdem haben wir diesen Dokumenten-Viewer so gebaut, dass er auch sehr große PDFs, also tausende Seiten, einfach darstellen kann. Da werden halt nur die ersten Seiten geladen und dann sind wir mal scrollt, dann die nächsten und so weiter. Sodass man auch im Web einfach diese Sachen einbetten kann, ohne dass man ein hunderte Megabyte großes PDF zum Beispiel laden muss.
Dann haben wir uns darum gekümmert, dass es Annotationen gibt. Die nutzen wir auch selber schon in unserem Rechercheblog. Damit kann man dann Teile eines Dokuments quasi markieren und diese Markierung dann zum Beispiel auch als Teil einer Recherche dann in dem Artikel verwenden. Die Einbettung per iFrame ist möglich, obwohl das momentan ja nicht mehr so populär ist, dank der DSGVO. Und es gibt natürlich einen API-Zugang, der eine alternative Darstellung ermöglicht. Das ist sozusagen der Dokumentenviewer. Die erste Recherche dazu haben wir auch schon veröffentlicht, zusammen mit Netzpolitik. Die haben dieses Tool verwendet, um zu Ersatzfreiheitsstrafen zu recherchieren in den ganzen kleinen Anfragen der Landesparlamente und haben daraus gefunden, dass es dann zum Beispiel eine Datenlücke gibt bei der Statistik zu Ersatzfreiheitsstrafen über die Länder hinweg. Genau, unsere Scraper wurden von Simon Wörpel konzipiert, aber wir hoffen natürlich, dass die Community da zusammen hilft, die Scraper am Laufen zu halten. Genau, das ist Dokokratie. Die Seite ist schon online. Momentan haben wir kleine Anfragen und sehr Gutachten. Also das ist unser Name für die Gutachten der wissenschaftlichen Dienste des Bundestages. Dort platziert aber auch zum Beispiel die Dokumente der Untersuchungsausschüsse des Deutschen Bundestags fast aller Legislaturperioden, die man dadurch dann einfach durchsuchen kann. Das Ganze ist eine Expertensuche. Das heißt, es ist nicht eher so Google-Suche, sondern man kann da auch mit Suchoperatoren ganz gut arbeiten. Und wir hoffen halt, dass wir das längerfristig betreiben können. Es ist für alle offen und wir hoffen, dass es die Recherchen von vielen Leuten bereichern wird. Vielen Dank. Super, vielen Dank dir, Stefan. Und das Feedback, das kommt jetzt von Fabian Kühne. Er ist crossmedialer Manager Social Media und Online beim Hessischen Rundfunk. Fabian, was sagst du dazu? Ja, ich bin total geflasht, weil du so viele technische Aspekte und Datenaspekte mit reingeworfen hast, dass ich erstmal das so ein bisschen verarbeiten muss. Aber die Idee ist gut. Ich war auch gerade schon mal kurz auf der Seite, nachdem Maren vorhin schon gesagt hat, dass sie schon online gegangen ist. Und wie man es ja auch von Frag den Staat schon kennt, ist es eine gute Idee, weil du halt das, was du am Anfang gesagt hast, glaube ich, der Kern, den hätte man vielleicht kommt ja auch immer drauf an, wo ihr präsentiert. Jetzt hier in dem Rahmen, glaube ich, hast du es so auf diesen technischen und den Datengewinnungsaspekt ja konzentriert, war für mich jetzt total wertvoll und verständlich. Ich glaube, je nachdem, in welchem Rahmen du präsentierst, könnte man auf dieses Nutzbarmachen von wichtigen Informationen, also ne, warum das, hat das einen hohen demokratischen Wert und warum ist das so wichtig, das könnte man schon, glaube ich, nochmal deutlicher herausstellen, je nachdem, wie low-level du das natürlich präsentierst. Ne? Also je nachdem, wen du da erreichen willst. Dieses low-level ist auch, glaube ich, schon so, die Frage, die sich dann auch nochmal stellt, ne, wem bietet man das wie an? Also du hast ja gerade gesagt, es ist eine Expertensuche und natürlich irgendwie wissen viele Leute trotzdem, wie man das benutzt. Aber wie schafft man solche, also es wäre bei Frag den Staat im Grunde ähnlich, wie schafft man solche Produkte, sage ich mal, oder solche Plattformen dann auch Leuten zugänglich zu machen, die jetzt vielleicht grundsätzlich noch nicht so in Kontakt kommen mit der Art von Dokumenten, also kleinen Anfragen in dem Fall oder dann halt Behörden oder Ähnlichem. Die Frage stellt sich auch hier. Ich glaube aber, das lastet gar nicht so sehr nur auf euren Schultern, sondern es ist natürlich auch eine Frage, wie wir dann als Medien vielleicht mit euch zusammen das nochmal in den Fokus nehmen können und Leuten erklärbar machen können. Ja, also sprich durch Berichte darüber oder eben auch, indem man zusammen überlegt, das war zumindest gerade mein erster Gedanke im Kopf, wie kann man daraus eigentlich vielleicht gute Formate machen, um das irgendwie transparenter und darstellbarer zu machen. Nichtsdestotrotz ist es, wie gesagt, also bleibt mir gar nicht so viel an Kritik übrig, weil ich es total gut finde, dass ihr es angeht, dass ihr es macht. Das ist super wichtig. Ich glaube, es hat, das zeigt ja der Erfolg von Frag den Staat, es hat natürlich eine Chance, auf dem Markt zu bestehen, weil es allein schon für uns als Journalistinnen und Journalisten super wichtig ist für die Recherche. Ich glaube, jeder, gerade der Menschen, die im regionalen Journalismus unterwegs sind, so wie hier auch in Hessen, wissen, was für ein Pain das oft ist, sich mit Dokumenten auseinanderzusetzen, die von Landesparlamenten bereitgestellt werden. Also da ist der Bundestag ja fast noch ein Paradies im Vergleich. Bei den Landesparlamenten wird es dann natürlich richtig unangenehm. Insofern ist das eine riesen Leistung von euch. Wenn du noch mal in einem Satz sagen kannst, wie aufwendig das für euch, also
vielleicht nochmal extrahiert aus all dem, was du jetzt gesagt hast, was unfassbar aufwendig klingt, aber wie das so in der Zukunft, also wie betreuungsintensiv das ist oder ob sich das dann, ob das Ziel ist, dass es sich so ein bisschen selbst trägt, indem die Community mit dran arbeitet, das ist mir jetzt noch nicht so hundertprozentig klar, ob wie viel ihr da reinbuttern müsst quasi, damit es bestehen bleiben kann und ob das dann für euch, ich sag mal, rentabel im weitesten Sinne ist, ne? Oder beziehungsweise ob sich das auszahlt. Vielleicht kannst du dazu noch mal einen Satz sagen, aber ansonsten Dankeschön, dass ihr es macht. Also das ist ja das Einzige, was man eigentlich zu so einem Projekt schlussendlich sagen kann. Ne? Ja, danke. Genau, der Fokus lag auf jeden Fall immer auf der Nachhaltigkeit. Wir haben gesehen, wir haben begrenzte Ressourcen. Es ist ein super wichtiges Projekt, aber man kann da keine Paywall vorstellen. Man kann damit kein Geld verdienen. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, wir müssen es irgendwie mittragen mit unseren anderen Aktivitäten. Frag den Staat selbst, ist spendenfinanziert, auch mit Kleinstspenden mittlerweile. Und dann haben wir halt gedacht, okay, wir versuchen es einfach so zu betreiben, wie unser anderes Dokumentensystem. Da kommen jetzt noch ein paar mehr Dokumente dazu, kein Problem. Und dieses Scraper, das ist natürlich der Knackpunkt, ja, weil wir haben 16 Landesparlamente, wie gesagt, die ändern sich oft. Es gibt da Gemeinsamkeiten, weil es irgendwie die gleichen IT-Anbieter teilweise dahinter sind, aber das ist natürlich der Aufwand, das am Laufen zu halten. Und was wir jetzt machen, wir haben ein kleines Tech-Team, wir haben das versucht zu dokumentieren, wie diese Scraper funktionieren. Die Infrastruktur dafür läuft quasi dauerhaft, hoffentlich mit GitHub selbst. Und damit ist dann hoffentlich der Schritt getan, das wirklich in eine nachhaltige Zukunft zu führen. Aber das muss natürlich die Zeit zeigen. Ja, also spätestens, wenn wir es für eine eigene Recherche brauchen und es kaputt ist, dann müssen wir es reparieren. Ja, und vielleicht kommt das ja dann sofort. Voll gut. Und natürlich, klar, also diese Finanzierbarkeit, sage ich mal, oder Nachhaltigkeit, das ist super schwer darzustellen, das kann ich mir vorstellen. Also das ehrt euch ja umso mehr, dass das nicht euer Ziel ist, ne, bei dem, was ihr tut. Das ist ja umso ehrenwerter und trotzdem, wie gesagt, finde ich total dafür, wenn ihr Bock habt, in Austausch darüber zu gehen, wie man das trotzdem noch mehr Leuten präsent macht und vielleicht noch stärker Leute damit in Kontakt bringt, damit es nicht eine Nische bleibt, in der ihr operiert, sondern es möglichst viele Leute verstehen, warum es für sie wichtig ist. Vielleicht finden wir da zusammen Ideen. Ja, finde ich total gut. Also ich glaube, so ähnlich wie Vertical 52, die wir schon gehört haben, sind wir ja auch auf Journalistinnenkonferenzen anwesend. Und ich glaube, da werden wir das Tool auf jeden Fall auch noch weiter bewerben. Und ich kann mir auch vorstellen, es gab vor kurzem einen Tweet von Daniel Drepper, der auch sehr weit geteilt wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt auch einige Recherchetrainerinnen das Tool hoffentlich in Kursen anpreisen werden und damit es dann zur Verbreitung kommt. Es ist euch zu wünschen. Ja, vielen Dank und natürlich drücken wir auch die Daumen, dass die Projekte hier auf jeden Fall in die Breite getragen werden. Ja, wir sind am Ende. Wir haben jetzt 4 Pitches gehört von 4 Innovationsteams aus der MIZ-Förderung und hier kommen nochmal die Kontakte, natürlich vorher noch einmal der Hashtag, falls noch darüber berichtet wird, MIZ-RMS. Und hier kommen jetzt die Kontakte und an dem Bildschirm kann ich die Leute bitten, einmal einen Screenshot zu machen, hier vielleicht ein kleines Foto. Aber in den nächsten Tagen wird diese Role Model Session auch online sein bei uns auf dem YouTube-Channel vom MIZ Babelsberg. Da kann man das dann auch alles nochmal sich angucken. Also wenn wir jetzt zu schnell weitermachen, ist das noch nicht verloren. Ja, ich bedanke mich bei allen Leuten, die jetzt hier vor Ort waren, aber auch online mit zugeguckt haben. Ich hoffe, dass noch ein Austausch stattfinden wird mit den Kontaktdaten und all die, die noch hier sind, die sind herzlich eingeladen, noch hier ein bisschen zu verweilen beim kalten Getränk und einer Brezel sich auszutauschen. Und ich freue mich aufs nächste Mal bei der nächsten MIZ Role Model Session. Vielen Dank.